Hallo, so, Inselrundgang Nummer 1. Hier seht ihr das erste Vogelhäuschen. Hier fühlt sich Amsel, Drossel, Fink und Star sehr wohl. Die füttert die das ganze Jahr. So, dann geht man weiter. So, und hier geht man jetzt hinten in den Garten. Jetzt kommt man zu den Gehegen. Nur, dass ihr das mal so seht. So, hier kommt unser erstes Gehege. Das war noch aus Holz. Da wohnen jetzt unser ganz neuer Notfall drin. So. Hier seht ihr die Tonnen von Mist von einmal sauber machen. Das fahre ich jedes Wochenende weg. Bauhof freut sich immer ungemein. So, hier, das sind die Futterstellen meiner Igel. Da werden die noch gefüttert. Sie sind noch wach, macht mir ein bisschen Sorgen, aber ich kann es nicht ändern. So, hier das zweite Vogelhäuschen. Hier kommt auch immer unser Eichhörnchen und holt sich ihre Nüsse ab. So, das ist unsere Gartenhütte. Ja, das ist noch übrig vom letzten Tierarztbesuch. Muss noch sauber gemacht werden. Sorry. So, und hier ist Vorratshütte. Das sind meine Porzellansachen, die ich immer noch zu verkaufen versuche für die Tierarztrechnung. So. Ja, und hier steht Futter für Kaninchen, Vogel und Co. So, dass ihr da auch mal so ein bisschen einen Überblick habt, was wir hier alles so haben. So, das sind die Näpfe für die Igel heute Abend. Gibt wieder mit Walnussöl und Katzenbabyfutter und dafür mögen die ganz dolle gerne. So, jetzt geht man hier weiter. Hier seht ihr den Quarantänestall. Hier waren die Neuankömmlinge bis heute Morgen noch drin. Jetzt sind sie im großen Stall, weil das war mir hier zu klein und es wird jetzt so kalt, da habe ich Angst, dass sie sich erkälten. So, und hier hinten steht jetzt das große Alugehege. Ja, und der Inhalt kommt dann mit dem nächsten Video. So, jetzt habt ihr das alles gesehen. Jetzt wisst ihr, wie es bei uns aussieht. Alles klar, danke, tschüss.